Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Ausbildungsmarketing auf Instagram. Wir haben gleich 10, es geht gleich los. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen zugeschaltet haben. Wir warten jetzt noch ein paar Sekündchen, bis sich alle eingewählt haben und dann starten wir. So, bei mir auf der Uhr ist nun 10 Uhr. Nochmal herzlich willkommen zum Webinar Ausbildungsmarketing auf Instagram. Ich möchte Ihnen in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde zeigen, wie Sie mit ganz einfachen Mitteln aktiv und sichtbar werden auf der Plattform und wie Sie damit Ihr Ausbildungsmarketing gestalten können. Ein paar organisatorische Dinge vorweg. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und die Präsentation gut sehen. Ansonsten, falls da was nicht funktioniert, dann schreiben Sie das gerne in die Chat-Funktion. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben zum Webinar, dann stellen Sie die auch gerne in den Chat und ich beantworte dann alles gerne am Ende des Webinars. Für Sie zur Info, nur ich kann Ihre Fragen sehen, deswegen werde ich die vor der Beantwortung auch nochmal laut vorlesen. Wenn Sie etwas sagen möchten, dann klicken Sie gerne auf das Handzeichen im Bedienpanel und ich stelle Sie dann auf laut. Und Sie bekommen die Präsentation im Anschluss per E-Mail zugeschickt und das Webinar wird auch aufgezeichnet. Und am Ende des Webinars erhalten Sie einen Feedbackbogen und da würden wir uns sehr über Ihre Rückmeldung freuen. Jetzt gucke ich mal, ob Sie mich alle hören können. Genau, eine Person kann mich nicht hören. Wie sieht es bei den anderen aus? Haben mehr Tonprobleme? Ansonsten vielleicht könnten Sie das Webinar nochmal neu starten. Von einer Kollegin habe ich Rückmeldung bekommen, dass Sie mich gut hören könnten, von anderen auch. Vielleicht starten Sie das Webinar nochmal neu und genau, dann sollte das funktionieren. Bei den meisten funktioniert das. Gut, dann kommen wir zur Agenda für die nächste halbe Stunde. Ich möchte Sie kurz in das Thema Instagram einführen. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen zur Plattform mitgebracht. Ich möchte Ihnen zeigen, warum sich Instagram für Ihr Ausbildungsmarketing eignet. Und wenn Sie das dann schon begeistert hat, dann möchte ich Ihnen auch gleich erste Schritte zeigen, wie Sie dann direkt damit loslegen können. Ich habe drei Dinge mitgebracht, die Sie auf jeden Fall unbedingt auf der Plattform tun sollten. Und also auch, was auch wichtig ist, sind die rechtlichen Grundlagen. Deswegen kommen die auch noch zum Schluss für Sie. Und wir schließen das Webinar mit einem Fazit. Und dann bleibt hoffentlich noch ganz viel Zeit auch für Ihre Fragen, die wir dann beantworten können. Zu Beginn möchte ich Sie jetzt erstmal fragen mit einer kleinen Kurzumfrage, ob Sie Instagram nutzen. Ich starte die Umfrage einmal. Beantworten Sie mir ja gerne, nutzen Sie Instagram, egal ob privat oder beruflich, damit ich so ein bisschen einschätzen kann auch, genau, haben Sie schon Erfahrung mit der Plattform oder eher noch nicht? Kommen schon ganz viele Ergebnisse rein, sehr gut. Klasse, ich warte noch ein paar Sekündchen, bis alle abgestimmt haben. Dann zeige ich Ihnen einmal die Ergebnisse, damit Sie das auch einschätzen können. Also 71% der Teilnehmer hier nutzen schon Instagram. Das ist sehr gut. Genau, dann sind Sie schon fast Experten auch da drin. 29 haben mit Nein angestimmt. Das ist auch nicht schlimm, denn wir werden auch noch mal mit den Basics auch anfangen. Und ich habe tatsächlich noch eine zweite Frage mitgebracht. Und zwar würde ich auch gerne von Ihnen wissen, nutzen Sie auch Instagram bereits im beruflichen Kontext? Also arbeiten Sie schon mit Instagram oder nutzen Sie es bisher nur privat? Hier warte ich noch ein paar Sekündchen, bis alle abgestimmt haben.
Dann zeige ich Ihnen auch diese Ergebnisse. Also 30% nutzen Instagram auch bereits beruflich. Das ist sehr schön. 42% bisher nur privat. Das heißt, Ihnen möchte ich heute zeigen, wie sich es auch für Ihr Ausbildungsmarketing eignet. Und 28%, wie wir auch schon vorher gesehen haben, nutzen Instagram noch gar nicht. Und auch für Sie haben wir ganz viele Tipps heute mitgebracht. So, ich glaube, jetzt können Sie auch die Präsentation wiedersehen. Sehen Sie die Präsentation schon? Da haben wir ein kleines Problem. Eigentlich habe ich die Umfrage schon geschlossen. Sehen Sie es wieder? Perfekt, sehr gut. Die Kollegin gibt mir auch gute Rückmeldung. Ich möchte Ihnen noch sagen, wenn man so an Instagram denkt, dann hat man schon so ein bisschen ein paar Stereotype oder Bilder auch vor Augen. Deswegen habe ich Ihnen hier noch zur Einführung mitgebracht, wenn ich jetzt an Instagram denke, an was denke ich? Natürlich erstmal an das bunte Logo im quadratischen Format. Und dieses quadratische Format ist auch ganz wichtig für Instagram. Da gehen wir später nochmal ein. Und auf Instagram sehen wir vor allem solche Bilder. Wir sehen Essen, ein Avocado-Toast ist ein ganz berühmtes oder beliebtes Bildmotiv. Es geht viel um schöne Menschen, die sich an schönen Orten präsentieren. Und natürlich sind auch viele Prominente auf Instagram vertreten. Und das Profil mit den meisten Followern hat der Fußballspieler Cristiano Ronaldo. Der hat 237 Millionen Follower, also Leute, die ihm folgen und seine Beiträge ansehen. Und sozusagen die Währung auf Instagram, das sind Herzchen, das sind Likes, und je mehr Likes man hat, desto erfolgreicher ist ein Beitrag. Instagram kann aber noch viel, viel mehr als solche schönen Bildchen. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht. In Deutschland gibt es 21 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, und somit ist Instagram nach Facebook eigentlich das zweitgrößte soziale Netzwerk in Deutschland. Und 50% dieser Nutzerinnen und Nutzer sind täglich auch auf der App aktiv. Und das ist eine ganz hohe Zahl. Und für Sie sehr spannend wahrscheinlich, 59% der 14- bis 29-Jährigen, also eigentlich genau Ihre Zielgruppe für die Ausbildung, die nutzen auch Instagram. Und die tägliche Verweildauer bei diesen jungen Nutzern unter 25 Jahren beträgt auch 31 Minuten. Das ist relativ viel, wenn man denkt, das ist auch die durchschnittliche Nutzerzahl. Genau, also schon viele Menschen sind dort auch lange aktiv und schauen nicht nur kurz rein. Weltweit gibt es rund 25 Millionen Unternehmensprofile, das heißt auch viele Unternehmen sind auf Instagram aktiv, und 90% der Nutzerinnen und Nutzer folgen auch mindestens einem Unternehmen. Das heißt, hier ist auch eine große Verbindung, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch Informationen von Arbeitgebern und von Unternehmen sehen möchten. Und die Unternehmen sind auch sehr aktiv auf Instagram, denn 50% veröffentlichen mindestens eine Instagram-Story am Tag. So, das für Sie erstmal vorab zur Info. Kommen wir zum Punkt, warum eignet sich denn nun Instagram für Ihr Ausbildungsmarketing? Wir haben es ja schon gesehen an den Zahlen, also Sie holen wirklich Ihre Zielgruppe dort ab, wo Sie auch unterwegs sind. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht von der Schülerbefragung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, auch ganz aktuell aus diesem Jahr. Und hier sehen Sie, dass bei der Zielgruppe, also bei den 14- bis 19-Jährigen, 91% davon nutzen Instagram, und auch 50% davon wünschen sich Informationen von Arbeitgebern. Das ist relativ hoch, wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu WhatsApp oder zu TikTok, die hier ganz außen dargestellt sind. Da ist dann doch eher die private Nutzung oder auch die Unterhaltung im Fokus. Und Sie sehen auch bei der Schülerbefragung, dass ganz wenige der jungen Leute auch Facebook nutzen. Das heißt, Instagram ist schon eine bevorzugte App oder ein Social-Media-Kanal, den die jungen Leute gerne nutzen. Und generell gilt, dass bei vielen Menschen Bilder länger in Erinnerung bleiben als Texte. Das heißt, kreative und emotional ansprechende Inhalte erreichen die Menschen auch viel nachhaltiger. Und Instagram ist ja eine Foto-App, eine Plattform, die sich viel mit Bildern beschäftigt. Und Instagram ist auch eine leicht bedienbare und kostenfreie App. Das heißt, Sie können eigentlich ohne großes Vorwissen direkt loslegen und benötigen nur ein Smartphone und eine Internetverbindung. Und
Wenn Sie das jetzt irgendwie, wenn Sie gesagt haben, okay, das klingt ganz spannend, da möchte ich vielleicht mal loslegen, dann habe ich Ihnen hier ein paar erste Schritte mitgebracht, wie Sie nun am besten vorgehen können. Das erste ist, Sie sollten sich einen guten Instagram-Benutzernamen auswählen. Für Sie zur Info, ein Instagram-Account-Name, den gibt es nur einmal, das heißt, das ist individuell. Generell gilt, der Instagram-Name sollte leicht verständlich sein und am besten machen Sie in Ihrem Namen schon das Thema deutlich, das Sie auf Ihrem Kanal behandeln möchten. Also wenn es eine Karriereseite ist, dann sollten Sie vielleicht das Wort Karriere mit in den Instagram-Benutzernamen aufnehmen. Und Sie sollten keine Abkürzungen oder Spitznamen verwenden, damit der Instagram-Name auch für alle verständlich ist und auch gut gefunden wird. Und er sollte natürlich auch nicht zu lang sein. Und was tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen nehmen oftmals ihren Firmennamen natürlich als Instagram-Name, damit sie einfach auch schnell auffindbar sind. Der zweite wichtige Schritt ist, dass Sie ein Profilbild auswählen sollten. Da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Also für eine Unternehmensseite eignet sich natürlich das Firmenlogo, wie Sie hier sehen, bei Konrad Karriere oder auch bei der IHK Nordwestfalen. Und wenn Sie jetzt aber sagen, Sie machen Instagram vielleicht für Ihre Geschäftsführerin oder für Ihren Geschäftsführer, der sozusagen für das Unternehmen spricht, dann eignet sich natürlich auch ein Bild der Person, wie hier bei Herrn Höttges, dem Vorstandsvorsitzenden der Telekom. Und da sollten Sie nur darauf achten, dass einfach das Gesicht gut zu erkennen ist. Der zweite Schritt ist dann, dass Sie sich und Ihre Arbeit auch kurz in einer Biografie beschreiben sollten. Biografie nennt man auch Bio, das hört man ganz oft. Und ich habe Ihnen hier zwei Beispiele mitgebracht. So sieht dann ein Profil auch aus. Sie sehen, hier oben ist dann der Name, der Benutzername. Hier haben wir das Profilbild und hier unten, das ist der Teil der Biografie. Und das können Sie frei gestalten, wie Sie das möchten. Hier bei Konrad Karriere, die haben das sehr schön gemacht mit Emojis. Sie haben Hashtags verwendet. Was Hashtags sind, erkläre ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie oder auf einer der nächsten Folien. Und Sie benutzen auch Emojis, sowas wie eine Rakete, was ja auch immer dann für einen Aufstieg oder für Antrieb oder Neustart steht. Und hier unten wurde die Website markiert. Auch ein sehr schönes Beispiel ist von der Stadt Bonn. Da finde ich den Text ganz schön. Wir sind auf der Suche nach Waldmeistern und Datenträgerinnen. Stellt uns eure Fragen und erfahrt mehr über die Arbeit bei der Stadt Bonn. Das heißt, auch hier wird schön mit Emojis gearbeitet. Das lockert so ein bisschen den Text auf. Und es wird auch ganz deutlich, dass der Kanal auch gerne in den Dialog treten möchte mit den Followern. Wir haben hier noch ein paar Tipps mitgebracht für Sie, wie Sie Ihre Instagram-Biografie gut gestalten sollten. Also verfassen Sie einen kurzen, beschreibenden Text. Sie haben das ja gerade gesehen, das sind nicht viele Sätze, sondern je kürzer und übersichtlicher, desto besser. Zeigen Sie in diesem kurzen Text, wer Sie sind, was Sie machen und welchen Mehrwert Sie den Nutzerinnen und Nutzern auf Ihrem Kanal bieten, welche Informationen Sie verbreiten möchten, um was es da geht. Nutzen Sie Hashtags, damit wird Ihr Kanal auffindbar und sichtbar. Und nutzen Sie Emojis, um den Text aufzulockern. Und verlinken Sie auch gerne Ihre Website, vielleicht auch direkt Ihre Karriere-Website, damit dann die Benutzer quasi gleich weitergeleitet werden. Wir haben jetzt schon ein paar Mal von Hashtags gesprochen. Das möchte ich an dieser Stelle ganz kurz erklären. Hashtags sind Wörter hinter diesem Rautezeichen, das Sie auch hier nochmal groß sehen. Hashtags bieten eine thematische Zuordnung. Das heißt, das sind Schlagwörter, wie zum Beispiel Hashtag Ausbildung. Unter diesem Schlagwort sammeln sich dann alle Beiträge, die diesen Hashtag Ausbildung nutzen. Das heißt, viele Menschen suchen auch gezielt nach Hashtags und gucken dann, okay, was gibt's zum Thema Ausbildung. Denn Hashtags sind wirklich sehr, sehr wichtig, damit die Leute ihre Beiträge sehen. Ohne Hashtags haben sie eine relativ geringe Reichweite. Sie sollten ihre Hashtags individuell kurz gestalten und die sollten auch einfach zu verstehen sein. Ich habe Ihnen hier zwei Beispiele mitgebracht, die eher nicht so gut gelungen sind oder die man nicht verwenden sollte, wie beispielsweise der frühe Vogel fängt den Wurm oder Ausbildung in der Region Ulm. Das ist tatsächlich einfach viel zu lang. Also da weiß ich nicht ganz genau, wo fängt das eine Wort an, wo hört das andere auf. Also da muss ich als Nutzer schon genau nachdenken und irgendwie mir das überlegen. Und nach sowas sucht auch keiner.
Wenn Sie jetzt auf der Suche sind nach Hashtags, dann gibt es online auch verschiedene Hashtag-Generatoren. Die schlagen Ihnen dann passende Hashtags zu einem Begriff vor, wie beispielsweise Handwerk. Da wird dann sowas vorgeschlagen wie das Handwerk, Lust auf Handwerk, Bäckerhandwerk, Malerhandwerk, Handwerksmeister, Handwerkskammer, Frau im Handwerk. Genau, da können Sie dann einige Sachen, Entschuldigung. Finden Sie dann einige Vorschläge und das ist dann ganz gut für Ihre Beiträge. Und unsere Empfehlung an Sie, kreieren Sie auch gerne eigene Hashtags, wie beispielsweise sowas wie Konrad Karriere oder von der Telekom Love Magenta, weil die Magentafarbe natürlich sehr prägnant ist bei diesem Unternehmen. Also probieren Sie das da aus und gucken Sie auch mal, was es auch schon gibt. Der nächste Schritt, den Sie unbedingt tun sollten, ist, dass Sie anderen Kanälen folgen. Unser Tipp, folgen Sie ganz vielen Schulen aus Ihrer Region, den Kammern, den Bildungswerken, folgen Sie auch der Regional- oder der Fachpresse und auch anderen Unternehmen aus Ihrer Region und genau vielen weiteren Kanälen, wo Sie sagen, dass da finden Sie auch die Inhalte spannend. Wie das geht mit dem Folgen, das ist eigentlich ganz einfach. Sie suchen den Kanal aus über die Suchfunktion und dann können Sie hier einfach auf den blauen Button klicken, auf Folgen und schon sind Sie Follower dieses Kanals. Und ein nächster Schritt ist, dass Sie Ihr Profil erweitern sollten um ein Business-Profil. Ein sogenanntes Business-Profil ist auch kostenlos. Also das heißt, Sie können das ganz einfach, Ihr bestehendes normales Profil, wenn Sie das angelegt haben, auf ein Business-Profil erweitern. Dadurch, wenn Sie das machen wollen, dann klicken Sie auf Profil bearbeiten. Dann kommt der Button zu einem professionellen Konto wechseln. Dann können Sie eine Kategorie auswählen, in der Sie tätig sind, also sowas wie Produkt, Dienstleistung oder Einzelhandel. Und dann wählen Sie die Contentform Business. Da gibt es die Unterscheidung zwischen Business oder Creator. Creator ist sowas, was man mittlerweile unter dem Schlagwort Influencer kennt. Das sind alles Creator. Und Sie sind aber als Unternehmen aktiv und deswegen sollten Sie die Kontoform Business wählen. Und dann fügen Sie Ihre Kontaktdaten hinzu, wie Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer. Und dieses Business-Profil haben Sie viele Vorteile. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Und Sie können dadurch mehr über Ihre Abonnenten erfahren. Das heißt, Sie kriegen von Instagram auch eine Analyse bereitgestellt und dort wird gezeigt, wie viele Abonnenten kommen aus der und der Region, in welchem Alter sind die Abonnenten, sind die eher weiblich oder eher männlich. Sie können auch mehr Reichweite erzielen, indem Sie Werbung schalten. Das ist aber wiederum dann kostenpflichtig. Und Sie können relativ leicht Kontakt aufnehmen, auch mit den Personen, indem Sie einfach sagen, Sie können einen Kontaktbutton hinzufügen und dann können die Leute über diesen Button schon gleich irgendwie mit Ihnen telefonieren oder Ihnen eine E-Mail schreiben. Das ist dann auch, das nimmt so ein bisschen vielleicht auch die Hemmschwelle dann weg, wenn man so einen Button hat, wo man einfach schnell in Kontakt miteinander treten kann. Kommen wir nun zu drei Dingen, die Sie auf Instagram tun sollten. Ich würde einmal vielleicht kurz in das Fragetool schauen, ob da vielleicht auch schon Verständnisfragen reinkommen. Genau, nochmal zur Biografie. Ist, glaube ich, jetzt klar geworden, was das ist, auch mit dem Schlagwort Bio. Es kam gerade die Frage rein, wie man das Konto mit dem Instagram-Profil verbinden kann. Auch da gibt es, wenn Sie bei Ihren Einstellungen sind, ganz einfach die Möglichkeit, dass Sie sich da mit Ihrem Facebook-Konto verbinden können. Ich zeige Ihnen auch gleich nochmal genauer, wie das geht bei einem einzelnen Post. Genau, kommen wir nun zu drei Dingen, die Sie tun sollten. Das ist ganz einfach und damit können Sie auch gleich loslegen. Ich erzähle Ihnen zu jedem Punkt nochmal detailliert, um was es genau geht. Also veröffentlichen Sie regelmäßig Fotos oder kurze Videos und versehen Sie diese mit einer Beschreibung und mit Hashtags. Zeigen Sie Ihre Inhalte auch gerne in den Stories und bauen Sie sich ein Netzwerk auf und kooperieren Sie miteinander. Und auch hier unser Tipp, arbeiten Sie am besten mit dem Handy, denn so tut es Ihre Zielgruppe auch und so sehen Sie auch am besten, wie das dann hinterher aussieht. Genau, kommen wir zum Post. Also ein Post ist ein Beitrag mit einem oder mehreren Fotos beziehungsweise mit einem oder mehreren Videos und einem Beschreibungstext. Und alle Fotos auf Ihrem Profil bilden den sogenannten Feed. Also falls Sie das schon mal irgendwie gehört haben, was der Unterschied ist zwischen Post und Foto. Post ist ein einzelner Beitrag, Feed sind alle Beiträge.
Ich habe Ihnen hier mitgebracht, wie Sie einen Post nun erstellen können. Das ist Ihre Startseite. Sie klicken einfach auf das Plus-Symbol und dann können Sie einen neuen Beitrag starten. Sie haben dann die Auswahlmöglichkeit, entweder ein Foto oder ein Video direkt über die App zu machen oder auch eine Aufnahme aus Ihrer bestehenden Bibliothek zu nehmen. Das habe ich gemacht. Ich nehme eine Aufnahme aus der Bibliothek, klicke hier auf Weiter und dann habe ich hier ganz Instagram-typisch die Möglichkeit, Filter hinzuzufügen. Sie klicken dann einfach drauf auf den ausgewählten Filter. Wenn Sie nochmal draufklicken, dann können Sie auch den Reiter so ein bisschen verschieben, um die Intensität einfach noch so ein bisschen abzuschwächen. Also Instagram ist ganz berühmt für seine Filter. Wir würden Ihnen aber empfehlen, nehmen Sie das authentische, echte Bild ohne viel Filter. Wenn Sie sagen, Sie wollen doch noch was bearbeiten, haben Sie auf dem zweiten Reiter bearbeiten die Möglichkeit, Helligkeit, Sättigung, Kontrast noch zu ändern. Klicken Sie einfach da auch drauf und verschieben Sie den Regler jeweils nach rechts oder nach links. Wenn Sie dann fertig sind und sagen, so ist mein Bild gut, damit bin ich zufrieden, dann klicken Sie hier oben auf Weiter und fügen dann eine Bildunterschrift hinzu. Auch hier können Sie wieder ähnlich wie bei der Biografie mit Hashtags und Emojis arbeiten. Also sowas wie, hallo, ich bin Valeska und spreche heute über Hashtag Ausbildungsmarketing auf Hashtag Instagram. Ich kann Emojis hinzufügen. Und was auch ganz toll ist, oder gut ist, wenn Sie eine Frage stellen, weil das regt auch zur Interaktivität ein. Also ich kann auch sowas fragen wie, was wollt ihr wissen oder habt ihr Fragen dazu? Dann können Sie noch Personen oder auch Orte markieren. Das geht ganz einfach, indem Sie hier dann draufklicken. Dann wird Ihnen eine Liste von Personen vorgeschlagen oder hier auch bei dem Ort können Sie Ihren Ort einfach hinzufügen, Ihren Standort, wo Sie unterwegs sind. Das ist dann auch ganz gut, um auffindbar zu sein. Und Sie können das hier, Ihren Beitrag, auch ganz einfach dann auf Facebook posten, auf Twitter oder auf der Blogplattform Tumblr. Hier können Sie einfach, indem Sie diesen Reiter dann nach rechts schieben, dann haben Sie Ihren Beitrag auch automatisch auf Facebook geteilt. Das heißt, so können Sie auch beide Kanäle vielleicht gleichzeitig bespielen. Wenn Sie mit Ihrem Beitrag zufrieden sind, Bild passt, Bildunterschrift passt, Sie haben alle Personen markiert und einen Ort hinzugefügt, dann klicken Sie da oben auf Teilen und schon wird Ihr Beitrag gepostet. Also das geht ganz schnell und dann sehen Sie hier Ihren Beitrag auf der Timeline. Genau, so viel dazu. Wir haben Ihnen noch 10 Tipps mitgebracht für einen guten Post. Erster Tipp, Sie sollten Ihre Fotos, Ihre Videos, wenn möglich, immer selbst aufnehmen. Das ist einfach am schönsten und das knüpft dann an den zweiten Punkt. Das wirkt dann auch am authentischsten. Und Instagram ist natürlich eine Fotoplattform. Das heißt, Sie sollten so ein bisschen auch nach der Ästhetik schauen. Als Format wählen Sie am besten ein quadratisches Format. Das wird gut dargestellt bei Instagram. Sie können aber auch ein Hochformat wählen. Und setzen Sie gerne Personen oder auch Gegenstände aus Ihrem Arbeitsalltag richtig in Szene. Achten Sie dann darauf, dass die Helligkeit stimmt, dass alles gut zu erkennen ist. Und wie wir es vorher schon gesehen haben, schreiben Sie einen kurzen Beschreibungstext dazu. Stellen Sie auch, wenn möglich, eine Frage. Das fördert die Interaktion. Nutzen Sie verschiedene Hashtags, um auffindbar zu sein, sowas wie Ausbildung, Azubis gesucht. Nehmen Sie auch gerne Ihre Region, Ihren Standort mit auf und markieren Sie auch Personen und Orte dann nochmal extra. Und Sie sollten regelmäßig auch Beiträge veröffentlichen, um auch Ihre Reichweite zu erhöhen, damit die User auch immer sehen, dass sie auch aktiv sind. Als Faustregel gilt aber, sie sollten nicht mehr als einmal am Tag posten und sie sollten auch nicht mehr als 3 Fotos pro Woche posten. Das heißt, wenn sie 3-mal die Woche vielleicht ein Bild hochladen, dann ist das auch völlig ausreichend. Machen sie auch nicht zu viel und wenn sie regelmäßig da am Ball bleiben, dann ist das sehr gut. Und sie sollten auch ihren Kanal individuell gestalten. Also sie können sich gerne bei anderen Instagram-Kanälen inspirieren, aber jetzt nicht irgendwelche Fotos einfach übernehmen, sondern auch da für sich stehen und sagen, dass sie stehen hier, sie wollen ja auch die Ausbildung präsentieren und da einfach zeigen, wie sieht die Ausbildung in ihrem Betrieb aus, damit die potenziellen Bewerber auch einen guten Einblick in ihren Arbeitsalltag bekommen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, damit Sie auch sehen, wie man sowas gestalten kann. Hier von der Witt-Gruppe, das finde ich ein sehr schönes Bild, weil es einfach eine sympathische junge Frau zeigt. Sie ist ganz gut zu erkennen und nebendran im Beschreibungstext wird beschrieben, wer sie ist und was sie macht. Ein weiteres Beispiel von der BASF-Gruppe.
Die nehmen den Anlass des Schulstarts und wünschen allen einen Schulstart und erinnern dann aber auch in ihr Beschreibungstext daran, ab wenn Endspurt angesagt ist, dann sollte man, könnte man noch mal schauen, dass hier werden verschiedene Ausbildungsplätze angeboten. Also da der Post fordert quasi zur Interaktion auf. Natürlich sind Menschen immer auch zeitaufwendig, Dinge, sie abzufotografieren, auch erstmal genügend Leute zu finden. Deswegen, sie können auch Gegenstände fotografieren, beispielsweise wie hier bei der IHK Koblenz aus ihrer Region, wenn sie irgendwas sehen in ihrem Arbeitsalltag. Oder auch hier bei der IHK zu Dortmund, wenn sie irgendwelche Publikationen haben, wenn sie beispielsweise auch in der Zeitung erschienen sind zum Ausbildungsstart oder so, dann können Sie auch gerne die Beiträge fotografieren und sagen, wir sind hier aktiv oder wir sind hier erwähnt. Sie können auch sowas zeigen wie Ihr Büro, Ihren Schreibtisch. Da kriegen, wie gesagt, die potenziellen Bewerber auch einen guten Einblick in Ihren Arbeitsalltag. Oder wie hier bei der BIT-Gruppe, zeigen Sie auch gerne die Arbeit Ihrer Azubis, wie hier bei den Koch-Azubis, was Sie so in Ihrem Alltag lernen, was Sie so schaffen. Das gilt natürlich auch für viele andere Berufe, wie beispielsweise beim Schreiner oder Ähnlichem. Und wenn Sie Grafiken haben, wie hier bei der IHK Köln, das ist vor allem wirklich für die Kammern sehr spannend, dass Sie hier das einfach auch gut darstellen können und so ein paar Zahlen mit auf den Weg bringen. Und wie sieht es denn eigentlich mit Stellenanzeigen aus? Auch das gilt über Instagram, wie hier bei dem Bäcker Alex aus Köln. Der hat dann einfach über Instagram mal gesucht, ob er einen Bäcker findet. Und finde ich auch eine sehr schöne und nette Idee. Und Sie sehen hier unten auch, der Beitrag gefällt 131 Personen. Das heißt, das ist auch eine relativ hohe Reichweite. Entschuldigung. Kommen wir zu den Instagram Stories. Auch hier habe ich erstmal vorweg eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie, ich glaube, jetzt sehen Sie es, haben Sie bereits eine Story erstellt oder auch schon mehrere Stories? So, die Ergebnisse trudeln ein. Das ist auch ganz egal, ob Sie das privat schon erstellt haben oder beruflich. Da möchte ich einfach nur wissen, ob Sie da schon Erfahrung mit haben. Ich glaube, die meisten haben abgestimmt. Ich zeige Ihnen hier einmal die Ergebnisse. Ich hoffe, Sie können sie sehen. Mit Ja haben 36% abgestimmt und mit Nein 64. Das heißt, es ist also ein paar von Ihnen nutzen das schon, der Großteil noch nicht. Deswegen ist es ganz gut. Vielleicht, ich habe Ihnen auch ein paar Basics mitgebracht. Sehen Sie die Präsentation wieder? Perfekt, sehr gut. Genau, also eine Instagram-Story ist ein 10-sekündiges Video, das 24 Stunden online ist. Und Sie sehen hier an den Zahlen, 18 Millionen Deutsche nutzen täglich auch die Instagram-Stories. Und wenn wir uns ganz an den Anfang zurückerinnern, es gibt 21 Millionen, die Instagram nutzen und davon schauen sich 18 Millionen die Stories an. Das heißt, das ist schon ein ganz großer Teil und deswegen empfehlen wir Ihnen auch, Instagram-Stories unbedingt mal auszuprobieren und das macht auch tatsächlich sehr viel Spaß. Um sich das Ganze genauer noch ein bisschen vorzustellen, habe ich Ihnen noch ein paar Beispiele mitgebracht. Wie zum Beispiel hier von der WIT-Gruppe, man kann seinen Arbeitsalltag in der Story vorstellen. Das Video ist ganz kurz. Ich habe Ihnen das einmal mitgebracht. Ich glaube, Sie hoffentlich sehen Sie das. Sie müssen vielleicht mein Bild so ein bisschen verschieben. Es geht nur 10 Sekunden. Ich starte das Video jetzt. Hallo, ich bin die Katharina. Ich bin Auszubildende zur Mediengestalterin und ich nehme euch heute bei meinem Arbeitsalltag mit. So, also das Ganze war Katharina. Wir haben es hier auch nochmal ohne Ton, die quasi ihren Arbeitsalltag vorstellt. Das Ganze kann man entweder in Videoform machen oder auch als Foto. Hier sehen wir Katharina, wie sie mit ihrer Kollegin zusammenarbeitet. Sie können auch in der Story das sogenannte Boomerang-Format ausprobieren. Das ist sehr berühmt für Instagram. Ein Boomerang ist ein immer wiederkehrendes Video. Ich zeige Ihnen das tatsächlich am besten mal, dann kann man sich das gut vorstellen, was ein Bumerang ist. Also es bewegt sich immer wieder hin und her und das ist wirklich ein Format, was Sie auch schnell erstellen können und was auch viel Spaß macht bei der Aufnahme und hier zum Beispiel, wenn die Azubis dann ihre Prüfung geschafft haben.
Sie können bei den Stories auch Fragen stellen an Ihre Community, an Ihre Follower, beispielsweise wie hier. Stellt uns eure Fragen zur Berufsschule und diese Fragen können Sie dann auch wieder beantworten in der Story oder auch sowas wie, welche Ausbildungsberufe gibt es überhaupt bei Ihnen? Und auch das können Sie dann wieder in der Instagram-Story beantworten. Und Sie können Ihre Zielgruppe auch näher kennenlernen durch weitere Tools, wie beispielsweise eine Umfrage, ein Quiz oder ein Barometer. Diese Tools werden Ihnen alle von Instagram bei der Story quasi zur Verfügung gestellt. Sie wischen einfach nach oben, wenn Sie eine Story erstellen möchten und dann kommen genau diese Symbole. Probieren Sie das einfach mal aus, das macht Spaß und da können Sie tatsächlich da einiges mit auch spielen. Und Sie können auch in der Story Ihren Post ankündigen, wie beispielsweise hier. Da können Sie einfach Ihren Post dann teilen in der Story und mit einem Emoji, mit einem GIF, wie auch immer, so ein bisschen ankündigen, damit die Leute auch von der Story auf Ihr Profil kommen. Und wir haben hier noch ein paar Tipps für Sie, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert. Also Sie können über das Pluszeichen bei Ihrem Profil eine Story hinzufügen. Und natürlich ist so eine Story ein bisschen mehr Arbeit als vielleicht nur ein Foto, was man teilt. Und deswegen ist es natürlich schade, wenn das Ganze wieder nach 24 Stunden verschwindet. Sie können das aber, wenn Sie die Inhalte länger behalten möchten, einfach auch in Ihren Highlights speichern. Das würde dann hier unten auftauchen, quasi unter Ihrer Biografie. Und dann sieht man quasi Ihre Story auch noch länger und nicht nur 24 Stunden lang. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man das dann nach der Arbeit dann auch behalten kann. Und unsere Tipps noch an Sie. Eine Story muss gar nicht hochprofessionell sein. Ganz im Gegenteil, je authentischer sie ist, desto besser, wie wir das da bei der Katharina gesehen haben, die da einfach ihren Arbeitsalltag vorstellt. Nutzen Sie in der Story verschiedene Formate wie Fotos, Videos, ein Boomerang, eine Frage oder ein Quiz. Und lernen Sie Ihre Zielgruppe auch in Umfragen oder in Barometerabstimmungen auch besser kennen. Sie können in Ihrer Story auch gerne andere Accounts verlinken und auch hier können Sie Hashtags und Standorte hinzufügen. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ergänzen Sie Ihre Stories auch gerne mit Untertiteln, denn 60% der Instagram-Nutzer, die Stories anschauen, schauen das Ganze ohne Ton an. Also in der Bahn, wenn Sie unterwegs sind, wie auch immer. Das heißt da, wenn Sie mit den Untertiteln arbeiten, dann kommen die Inhalte auch auf jeden Fall rüber. Und das Ganze ist natürlich dann auch mit Untertiteln auch barrierefrei gestaltet. Und auch, falls es eine Sprachbarriere gibt, ist es natürlich einfacher, wenn man den Text auch lesen kann. Sie können Ihre Inhalte gerne vorproduzieren, Ihre Fotos schon vorher erstellen, Ihre Videos schon vorher erstellen und dann zu einem späteren Zeitpunkt hochladen. Und ein Kanal, der mir persönlich sehr gut gefällt, ist Folgerichtig. Dort geben drei Journalistinnen vom WDR viele schöne Tipps, wie man auch so eine Story ganz kreativ gestalten kann. Solche Kanäle gibt es ganz viel. Wenn Sie da Inspiration brauchen, dann schauen Sie da auch gerne mal bei verschiedenen Instagram-Kanälen auch vorbei, die sich damit befassen, wie man Instagram auch kreativ nutzen kann und so ein paar Tipps sich abholen kann. Der dritte Punkt ist, dass Sie sich ein Netzwerk aufbauen sollten. Das ist ähnlich wie wenn Sie auf Veranstaltungen unterwegs sind, auf Messen, wie auch immer. Da versuchen Sie sich auch zu vernetzen und das Ganze können Sie auch auf Social Media machen. Es ist eigentlich ganz einfach. Liken und kommentieren Sie gerne Beiträge anderer Instagram-Kanäle. Damit treten Sie in Kontakt und Sie werden auch sichtbar für andere, die vielleicht außerhalb Ihrer Zielgruppe auch liegen. Folgen Sie gerne verschiedenen Unternehmen, Schulen, Kammern, Bildungswerke oder auch der Presse, wie vorher schon erwähnt. Und Sie können Ihren Instagram-Account auch gerne in Ihrer E-Mail-Signatur erwähnen oder auch auf Vorträgen, wenn sie dann wieder stattfinden, auch gerne erwähnen oder wenn Sie einen Schulbesuch machen, dass Sie einfach sagen, wir sind auch auf Instagram aktiv, folgt uns doch. Und 90% der Instagram-Nutzer folgen mindestens einem Unternehmen, das haben wir ja vorher schon gehört. Und deshalb sollten Sie auch die Reichweite der Unternehmen ausnutzen oder auch der Schulen und miteinander kooperieren. Und wie Sie das machen können, das zeige ich Ihnen in der nächsten Folie, nämlich Sie können ein Takeover machen. Ein Takeover ist, wenn beispielsweise Ihre Beschäftigten, also Ihre Auszubildenden, Ihren Kanal für einen Tag oder auch für mehrere Tage übernehmen und aus Ihrem Arbeitsalltag berichten. Das sehen Sie beispielsweise hier bei der Stadt Köln. Hier zeigen drei Azubis, wie denn so Ihr Arbeitsalltag aussieht. Das Ganze geht aber auch andersrum. Sie oder Ihre Mitarbeitenden können auch einen anderen Kanal übernehmen, wie zum Beispiel von einer Schule oder einer Kammer und über Ihr Unternehmen sprechen.
Wenn Sie jetzt von der Kammer sind, geht das natürlich auch andersrum. Sie von der Kammer können natürlich auch mit einem Unternehmen kooperieren und Ihre Arbeit dann bei einem Unternehmen vorstellen. Und für so ein Takeover sind tatsächlich auch alle Instagram-Formate geeignet, wie zum Beispiel eine Story oder auch ein Post. Und Ziel eines solchen Takeovers ist es einfach, dass Sie mehr Reichweite erzielen und dass Sie auch eine höhere Interaktion erreichen. Also dass Sie auch mit anderen in Kontakt treten, auch mit anderen Zielgruppen, mit Leuten, die vielleicht nur der Schule folgen und dass die auch aufmerksam werden auf Sie. Kommen wir noch zum Abschluss zu den rechtlichen Grundlagen, damit Sie auch wirklich ohne Sorgen loslegen können. Wenn Sie folgende drei Dinge einhalten, dann sind Sie eigentlich schon auf der sicheren Seite oder das sollten Sie auf jeden Fall tun, diese drei Dinge einhalten. Es gilt eine Impressumspflicht in Deutschland, das heißt, fügen Sie in Ihrer Biografie ein klar erkennbares Impressum hinzu, wie beispielsweise hier bei der IHK Köln, die hier unten quasi als Link Ihr Impressum hinzugefügt haben. Generell gilt als Faustregel, Sie sollten in zwei Klicks von dem Instagram-Profil auf Ihr Impressum kommen. Das heißt, wenn Sie hier Ihre Website verlinkt haben, dann sollte auf Ihrer Webseite mit einem Klick quasi Ihr Impressum zur Verfügung stehen. Also immer zwei Klicks und dann sollte der Nutzer zum Impressum kommen. Beachten Sie bitte das Recht am eigenen Bild. Das heißt, holen Sie sich am besten das schriftliche Einverständnis von den Personen, die auf Ihren veröffentlichten Inhalten zu sehen sind. Und vor allem im Ausbildungsmarketing gilt auch, bei Minderjährigen benötigen Sie auch zusätzlich die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Dann sind Sie wirklich auf der sicheren Seite, wenn Sie das alles eingeholt haben und vor allem auch schriftlich festgehalten haben. Und es gilt auch das Urheberrecht, also kopieren Sie keine fremden Inhalte wie Texte oder Bilder. Nehmen Sie nicht einfach irgendein Bild von Google. Wenn Sie alles selbst erstellen, dann sind Sie da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das ist natürlich auch das, was Instagram ausmacht, dass Sie authentisch sind und dass Sie da eigene Inhalte auch verbreiten. So, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen. Warum lohnt sich Instagram oder lohnt sich Instagram überhaupt? Ich hoffe, dass ich Ihnen in dem Webinar zeigen konnte, dass sich Instagram lohnt, auch vor allem für die Zielgruppe, für die Auszubildenden, denn die ist dort unterwegs, auf jeden Fall auf Instagram. Wir haben die Zahlen gesehen, viele junge Menschen nutzen Instagram, also holen Sie Ihre Zielgruppe dort ab, wo sie unterwegs ist. Es gilt generell, Bilder und Videos bleiben bei vielen Menschen einfach länger in Erinnerung als Texte. Bei Instagram haben Sie gute Vernetzungsmöglichkeiten, vor allem jetzt, wenn auch wegen Corona viel ausfällt. Sie können ganz einfach mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen in Kontakt treten, über die Kommentarfunktion oder auch über Nachrichten und treten Sie einfach in den virtuellen Dialog miteinander, ganz ohne Schul- und Messebesuche. Und Sie lernen auch Ihre Zielgruppe besser kennen mit den interaktiven Elementen, wie beispielsweise die Umfrage oder das Barometer. Und Sie können ganz ohne teure Tools publizieren. Das heißt, Sie brauchen wirklich nur das Handy mit der kostenfreien App. Mehr brauchen Sie gar nicht. So, das war einmal ein Einblick in Instagram und Sie können mir jetzt gerne Ihre Fragen in den Chat stellen. Ich gucke gerade einmal rein oder über das Fragetool. Da ist, glaube ich, schon einiges auch reingekommen. Ich mache das hier einmal größer, damit ich das besser sehe. Genau, ein Teilnehmer hat gefragt, genau, wer führt denn das durch das Seminar? Das habe ich am Anfang nicht gesagt. Es ist ein bisschen blöd, wenn man sich am Ende vorstellt, aber ich sage es nochmal, mein Name ist Valeska Martin, ich bin Referentin am KOFA und ich habe das Ganze, über das ich gerade gesprochen habe, auch studiert. Ich bin studierte Medienkulturwissenschaftlerin, das heißt, ich kenne so ein bisschen den medienwissenschaftlichen Hintergrund auch dahinter. Eine Frage kam rein, wie kann ich Instagram nutzen, wenn ich kein Firmenhandy habe und Instagram nicht auf meinem privaten Smartphone nutzen möchte? Dann ist das Ganze tatsächlich ein bisschen schwieriger, denn es gibt zwar auch eine Browser-Version von Instagram, aber dort haben Sie nicht alles zur Verfügung. Also Sie können dort nicht einfach eine Story hochladen. Das ist dann ein bisschen schwierig. Also Sie sollten das Ganze schon von Ihrem Smartphone aus machen, damit Sie auch Emojis nutzen können, damit Sie auch die ganzen zusätzlichen Tools wie die Filter nutzen können. Da müssten Sie dann nochmal vielleicht
abstimmen, ob es vielleicht einen Kollege, eine Kollegin gibt, die vielleicht Instagram auf ihrem privaten Smartphone hat und auch in einer ähnlichen Kommunikationsabteilung oder irgendwie in ihrem Unternehmen sitzt und da auch Lust drauf hat, das Ganze zu machen. Oder vielleicht gibt es einen Auszubildenden, der sagt, er oder sie würde gerne den Instagram-Kanal führen oder Bilder hochladen für sie. Da müssten sie nochmal quasi miteinander sprechen, weil ganz ohne Smartphone geht es tatsächlich leider nicht. Einmal kam die Frage rein, was ist Tumblr? Ist das ein chinesisches Medium wie TikTok? Also Tumblr ist eine Plattform, wo man Blogs hochladen kann. Wo genau tatsächlich der Server liegt, das weiß ich nicht, aber das genau müsste ich dann auch nochmal recherchieren. Aber es ist eher eine Blog-Plattform, die jetzt aber vielleicht gar nicht so häufig und genutzt wird und nicht so geläufig ist wie beispielsweise auch TikTok, aber eben bei Tumblr ist eher der Text im Fokus. Einmal kam die Frage rein, wie viele Hashtags man verwenden sollte. Da ist es tatsächlich so, es ist schon gut, wenn Sie mindestens 3 bis 5 Hashtags auch haben. Sie sollten aber keine 30 haben. Also sollte auch nicht zu viel sein. Da sollte eine gesunde Mischung sein. Sie können diese Hashtags in Ihrem Text schon mit einbinden. Also wenn Sie schreiben, wir suchen Auszubildende, da können Sie beispielsweise schon Auszubildende als Hashtag setzen. Und dann können Sie unten vielleicht noch eine kleine Liste dazu machen. Aber wie gesagt, es sollten auch nicht zu viele sein. Also schauen Sie, dass der Text dann einfach auch nicht zu lang wird. Also generell nicht mehr als 30, das ist schon zu viel. Genau, eine Frage kam rein, ist es erlaubt, einen Zeitungsbericht abzufotografieren oder zu posten? Genau, das ist schwierig, wenn Sie das nicht selbst erstellt haben, auch wegen dem Urheberrecht. Auch hier gilt, wenn Sie gute Kontakte auch zur Regionalpresse haben, dass Sie das einfach nochmal abstimmen sollten, da nachfragen sollten. Wenn es Ihre eigenen Publikationen sind und auch Sie da die Rechte haben, dann ist das einfacher. Und ansonsten gehen Sie da nochmal auch in den Kontakt mit der jeweiligen Presse. Die nächste Frage ist, wenn man einen Bumerang nutzt, genau, wenn man einen Bumerang nutzen möchte, dann ist die Basis ein Video oder ein Foto. Genau, das ist tatsächlich, die Basis ist ein Video. Sie können das aber generell schon bei Instagram, können Sie die Funktion auswählen, dass Sie jetzt einen Bumerang aufzeichnen möchten. Das heißt, Sie müssen nicht zuerst ein Video aufnehmen oder ein Foto, sondern Sie gehen direkt in die App, gehen auf die Story-Funktion, wählen dann Bumerang aus und dann können Sie gleich quasi aufnehmen und die App arbeitet das Ganze dann schon in einem Boomerang. Genau, wie schreibt man die Texte denn, wie schreibt man die Texte, wenn man kein Leerzeichen einfügen kann oder auch kein Absatz? Das stimmt so ein bisschen, das ist sehr schwierig, dass man das bei Instagram leider nicht machen kann, dass man mit den Absätzen, dass das nicht ganz so einfach ist. Genau, bei den Leerzeichen ist es wichtig, dass Sie bei dem Hashtag kein Leerzeichen machen sollten, sondern das steht dann alles in einem Wort. Oder wenn Sie sowas haben wie beispielsweise Konrad Karriere, wie dieser eine Hashtag war. Sie können dann ein bisschen arbeiten mit Groß- und Kleinschreibung. Also das können Sie gerne machen, dass Sie sagen, das K dann bei Karriere mitten im Wort, das können Sie groß schreiben, dann wird es ein bisschen leserlich, das ändert nichts am Hashtag, aber genau, machen Sie bitte kein Leerzeichen und mit dem Absatz sollten Sie sonst vielleicht mit Leerzeichen arbeiten. Das ist so ein bisschen schwierig, dass es dann trotzdem für den Leser auch gut ausschaut. Das heißt, machen Sie den Text einfach auch nicht zu lange, damit er leserfreundlich auch bleibt. Genau, wie verlinkt man, dass man direkt auf eine Homepage kommt? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei Instagram. Sie können nicht direkt von Ihrem Beitrag von Ihrem Post auf Ihre Website verlinken, sondern Sie können Ihre Website nur oben in der Biografie verlinken, dass man direkt draufklicken kann. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aber einen Beitrag haben, wo Sie direkt irgendwie vielleicht auf eine Seite verlinken möchten, dann können Sie auch diesen Link in Ihrer Biografie temporär quasi einfügen, dass Sie sagen, oh, unser Auszubildender wurde irgendwie in der Zeitung interviewt und ihr findet den Link in der Bio und dann können Sie in Ihrer Biografie quasi den Link dann zu diesem Zeitungsartikel hinzufügen. Aber es geht nicht, dass Sie quasi von Ihrem Post direkt verlinken können mit einem Klick, dass man von dem Beitrag auf Ihre Webseite kommt. Das ist leider sehr schade, funktioniert nicht. Sie können den Link zwar einfügen, aber man kann nicht direkt draufklicken und das ist natürlich auch nicht sehr nutzerfreundlich.
Hier steht, die nächste Frage ist, muss das Impressum auch bei privater Nutzung angegeben werden? Nein, das müssen Sie nicht. Sie haben ja als Privatperson auch wahrscheinlich keine eigene Website, wo Sie von Impressum hinweisen. Das heißt, wenn Sie das ganz privat nutzen, da irgendwie Ihre Urlaubsfotos oder sowas hochladen, dann brauchen Sie kein Impressum. Genau, die nächste Frage ist, wie gehe ich auf andere Institutionen vor? Jetzt habe ich gerade einmal die Frage verloren. So, hier habe ich sie wieder. Wie gehe ich auf andere Institutionen zu, um ein Takeover zu machen? Schreibe ich denen einfach einen Kommentar oder frage nach? Also Sie können tatsächlich erstmal auch schauen, mit welchen Institutionen haben Sie sowieso schon Kontakt. Vielleicht sind Sie vernetzt mit anderen Kammern, mit anderen Schulen, mit anderen Unternehmen und haben da vielleicht auch schon einen persönlichen Kontakt. Das heißt, Sie können die Leute quasi persönlich erstmal ansprechen. Wenn Sie jetzt aber sagen, oh, ich habe auf Instagram irgendwie einen tollen Kanal entdeckt, ich kenne die Person aber nicht persönlich, dann würde ich Ihnen empfehlen, das Ganze erstmal über die Nachrichtenfunktion zu machen. Das heißt, Sie schreiben dem Account, dem Nutzer, dem Profil erstmal eine private Nachricht und genau treten so in Kontakt, weil bei einem Kommentar beispielsweise sehen auch alle anderen Leute den Beitrag. Das heißt, da würde ich erstmal über eine private Nachricht gehen oder auch wenn Sie sehen, Sie haben ein Unternehmen entdeckt, was auch auf Instagram tätig ist und Sie möchten dem lieber offiziell eine E-Mail schreiben, dann können Sie das auch über Ihre E-Mail-Funktion machen, weil auch die anderen Profile haben ja meistens auch ihre E-Mail-Adresse angegeben. Also über einen Kommentar würde ich es nicht machen, sondern entweder persönlich die Leute ansprechen, über eine Direktnachricht in der App oder eben über eine E-Mail. Genau, die nächste Frage, Thema Werbung. Kann ich andere Unternehmen, Verbände etc. markieren und erwähnen, also quasi Werbung für sie machen, ohne dass ich es als Werbung kennzeichne, weil ich ja kein Geld von ihnen bekommen habe? Das ist so ein bisschen ein ganz schwieriges Thema, auch auf Instagram. Bei den professionellen Influencern ist es tatsächlich so, dass das Ganze immer dann mit Werbung gekennzeichnet werden muss. Das ist tatsächlich, Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie sowas hinschreiben wie Werbung. Sie können auch gerne sowas hinschreiben wie unbezahlte Werbung. Und das dann oben einfügen, genau, das ist nämlich so ein bisschen, da sind Sie auf jeden Fall dann auf der sicheren Seite auch. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Nächste Frage ist, was ist Ihre Erfahrung? Wie viel Zeit muss man für 3 Posts quasi aufbringen und die Antworten? Also wie muss man das Ganze auch einplanen? Also es kommt natürlich darauf an, auch so ein bisschen, wie gerne fotografieren Sie. Haben Sie vielleicht auch ein gutes Motiv, dass alle Ihre Azubis schreien, ja, ich möchte mitmachen und ich möchte irgendwie da aktiv sein. Dann geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller, wie wenn Sie jedes Mal auch sich nochmal von vorne überlegen müssen, okay, was möchte ich denn heute ablichten, welches Motiv brauche ich? Sie können das beispielsweise aber auch so machen, dass Sie einfach sagen, okay, ich nehme mir vielleicht irgendwie einen halben Tag Zeit mal in der Woche und gehe auf Motivsuche, schreibe dann dazu Texte und Sie können das ja dann immer nacheinander auch ausspielen. Das heißt, Sie müssen sich nicht jeden dritten Tag erneut überlegen, okay, was mache ich denn heute, sondern Sie können das einfach gut vorplanen. Man kann jetzt gar nicht so genau sagen, das braucht irgendwie 1 Stunde oder 5 Stunden. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, genau, wie sind Sie da einfach auch von Ihrer Arbeitsweise? Sagen Sie, Sie machen einfach schnell ein Foto und Schnappschuss, weil es authentisch wirkt und weil Ihre Azubis das auch gut können? Oder sagen Sie, nee, Sie möchten erst den Hintergrund irgendwie herrichten oder wie auch immer? Oder Sie müssen sich extra auch einen Raum buchen? Das heißt, das ist schwierig, das genau zu sagen, wie viel Zeit man braucht. Aber es geht auf jeden Fall nicht, was man mal schnell irgendwie einen Schnappschuss macht, sondern Sie sollten das schon auch ein bisschen planen, sich vielleicht auch eine Strategie überlegen, vielleicht auch sowas machen wie eine Themenwoche. Irgendwie jeder Azubi stellt dann mal seinen Ausbildungsberuf vor oder Sie stellen irgendwie andere Kollegen vor oder irgendwelche Ergebnisse von Ihrer, quasi von der Arbeit, also bei Bäcker-Azubis beispielsweise irgendwelche Brote oder wie auch immer. Also Sie können das einfach planen, überlegen sich eine kleine Themenstrategie, schreiben Sie sich das gerne auf und dann, ich glaube, je mehr Sie auch in die Planung an Zeit investieren, desto einfacher und schneller ist es dann auch bei der Umsetzung. Also ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen quasi Ihnen da weiterhelfen, dass Sie, die Antwort ist immer ein bisschen schwierig, weil man kann das tatsächlich nie so genau sagen. Genau.
Wie sieht es aus mit einem iPad oder mit einem Tablet? Also wenn Sie dort auch eine Internetverbindung haben und auch die App runtergeladen haben, dann funktioniert das auch sehr gut auf dem iPad und auf dem Tablet, also auf den mobilen Endgeräten. So, genau. Dann die nächste Frage, kann man Inhalte vorproduzieren und ein Profil offline bereits mit Inhalten füllen, ähnlich bei einer Website, oder starte ich immer mit einem leeren Kanal? Also Sie können Inhalte vorproduzieren, auch schon hochladen. Sie sollten dann aber Ihr Profil auf privat stellen. Das geht dann nicht mit einem Business-Profil, das ist dann noch die Stufe davor. Auf privat stellen, wenn Sie noch niemandem folgen und auch, da können Sie auch schon Hashtags setzen, weil wenn Sie privat sind, dann sehen nur die Leute, die Ihnen folgen, sehen dann, was Sie quasi veröffentlicht haben. Also wenn Ihnen noch niemand folgt, können Sie Ihre Inhalte gerne auch schon hochladen auf dem Kanal und dann beispielsweise, wenn Sie 5 oder 6 Bilder hochgeladen haben, dann erst quasi veröffentlichen und ein Business-Profil dann auch hochladen. Was nicht geht, ist beispielsweise wie bei Facebook, dass Sie einen Beitrag vorplanen können. Also, dass Sie beispielsweise einen Post hochladen und sagen, ach, ich möchte den aber erst übermorgen um 12 Uhr veröffentlichen. Das geht leider nicht, dass Sie das so planen, sondern Sie können wirklich nur die Inhalte im Sinne von, Sie schreiben sich einen Text vor und Sie nehmen die Bildquelle quasi auf. Dann funktioniert das aber so. Vorplan mit einer Zeitangabe, das geht leider nicht. Genau, Sie, eine Frage ist, ob Sie die PowerPoint-Präsentation geschickt bekommen. Das bekommen Sie. Sie bekommen das Ganze im PDF-Format. Und genau, da sind dann auch alle Links drin. Vielen Dank auch für Ihr Feedback. Eine Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen Stories und Reels? Das ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Wir sind auch am Überlegen, ob wir vielleicht nochmal ein Instagram-Webinar quasi für Fortgeschrittene anbieten, wo wir sowas auch zeigen, was Reels sind. Ganz kurz kann man sagen, Reels ist nochmal eine extra Funktion. Es gibt auch einen extra Reiter für die Reels. Das ist so ähnlich wie die TikTok-Videos eigentlich. Also da wird mit Musik gearbeitet, dort wird mit verschiedenen Filtern nochmal gearbeitet, damit dass das einfach so ein bisschen aktiver wird. Also es ist eigentlich wie bei TikTok. Reels sind das Pendant quasi zu TikTok. Und die Stories sind einfach nochmal, sind auch präsenter, weil sie oben in dem Feed auftauchen. Und bei den Stories können Sie auch eben sowas machen wie ein Bumerang. Sie können einfach auch nur Fotos hochladen. Das geht bei den Reels nicht. Reels sind immer Bewegtbilder. Bei den Stories können Sie Musik dazu machen und Ton. Sie müssen es aber nicht. Bei den Reels ist sowas immer mit dabei. Genau, dann die nächste Frage ist, kann man Stories und Posts von anderen Unternehmen auch reposten? Das Ganze geht nur quasi, also ein Post können Sie reposten in der Story. Dort gibt es dann so ein kleines, so ein Papierflieger quasi. Wenn Sie den Beitrag sehen von jemand anders, dort klicken Sie drauf und dann können Sie das in Ihrer eigenen Story posten. Und das Tolle ist, dass quasi Instagram das von sich aus macht, dass der Urheber quasi schon dort drin steht. Also der Beitrag, den Sie markieren, ist quasi gleich auch der Urheber markiert. Das heißt, das können Sie sehr, sehr gerne machen. Und Stories können Sie nur dann reposten, wenn Sie dort auch markiert sind. Also wenn derjenige, der die Story gemacht hat, quasi auch Sie als markiert hat, als Person, also beispielsweise @Konrad-Karriere, wenn das aufgezeigt wird, dann wiederum können Sie das Ganze auch in Ihrer eigenen Story reposten. Es gibt auch sogenannte Repost-Apps oder nochmal extra Funktionen. Dort können Sie dann eingeben, wenn Sie beispielsweise einen Beitrag auch reposten möchten in Ihrem Feed, also als Foto, dann können Sie das Ganze über eine Repost-App auch machen. Und dann wird auch schon gleich eingeblendet, wer der Urheber ist und von wem quasi der Original kommt. Genau, hier kommt einmal vielen Dank von einem Teilnehmer, wenn man einen Tipp für Absätze, wie man Absätze einfügt. Sie können den Text in Ihre Notizen schreiben, dort quasi die Absätze einfügen, wie Sie das kennen aus Ihrer Handytastatur und dann einfach den ganzen Text kopieren und auch und auch dann quasi beitragen. Genau, dann kommt nämlich nochmal, wie bekommt man Absätze hin? Also ich glaube, genau, so konnte man das dann erklären. Also tippen Sie am besten vielleicht den Text vor in einem anderen Text-Tool und dann kopieren Sie den einfach rein. Genau, wenn Sie keine Leerzeichen verwenden möchten, dann können Sie auch sowas machen wie Unterstrich oder ein Bindestrich, um
die Wörter quasi zu trennen. Also zum Beispiel, das war eine Frage, kann man sowas verwenden, Unterstrich oder Bindestrich? Das können Sie beispielsweise bei Ihrem Profilnamen machen, also sowas wie Unterstrich, weiß man, IHK, Unterstrich Köln, das geht. Bei Ihrem Profilnamen, dann ist es einfach ein bisschen leserlicher. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel haben, Azubis gesucht. Wenn Sie dann einen Unterstrich machen nach Azubis gesucht in Ihrem Hashtag, dann ist es wiederum ein anderer Hashtag. Also das ist leider, funktioniert dann eher nicht, wenn Sie das bei den Hashtags nutzen wollen. Genau, es gibt eine Anmerkung von einer Teilnehmerin, vielen Dank dafür, dass man auch solche Tools gibt, dass man auch Instagram-Posts auch vorplanen kann. Genau, die gibt's. Da müssten Sie sich mal informieren, ob es da auch kostenfreie Lösungen gibt oder ob es auch viele kostenpflichtige gibt. Genau, solche Tools gibt es. Wenn Sie jetzt aber von null anfangen, quasi ganz von vorne, dann können Sie es auch erstmal so probieren ohne ein Tool. Genau auf die eine Frage, ob Sie das Ganze bei Ihrem Netzwerk an Ihre Mitglieder auch weiterleiten können, da würde ich mich nochmal persönlich bei Ihnen melden. Das müsste ich selbst nochmal auch genau abstimmen. Genau, die Videoaufnahmen, ob Sie die per E-Mail bekommen, ich glaube, dafür ist sie tatsächlich zu groß. Unsere Webinare werden tatsächlich auf unseren COFA-YouTube-Kanal hochgeladen. Das heißt, da, sobald das auch veröffentlicht wird, das dauert immer meistens ein paar Tage, dann kann ich Ihnen den Link auch gerne nochmal per E-Mail dazu schicken. Vielen Dank auch für Ihre Rückmeldung. Eine Frage tatsächlich habe ich bekommen mit dem PC. Emulator, Instagram, das tatsächlich, da weiß ich tatsächlich noch gar, da kenne ich mich persönlich tatsächlich nicht aus. Da können Sie mir auch privat nochmal quasi eine E-Mail schreiben über meine COFA-Adresse, da müsste ich nochmal recherchieren. Na, ansonsten, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich Sie noch gerne auf unser COFA-Angebot noch aufmerksam machen. Eins zu weit. Wir bieten ganz verschiedene Webinare an. Schauen Sie da gerne auch nochmal auf unserer Homepage nach. Wir planen für den Herbst einen digitalen Dienstag. Da geht es nochmal viel um digitale Themen. Wir haben auch einen COFA-Newsletter. Melden Sie sich gerne an. Und wenn Sie auf Twitter, LinkedIn oder Facebook aktiv sind, dann können Sie uns da auch gerne folgen. Da kriegen Sie dann auch nochmal ein paar Infos zu unseren Angeboten. Und ich gucke nochmal ganz kurz ins Fragetool, ob noch was reingekommen ist. Genau, ich glaube nicht. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wenn tatsächlich im Nachgang noch irgendwelche Fragen, wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Die zwei Punkte, die klären wir nochmal ab. Und genau, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben, dass Sie mir auch so viele Fragen gestellt haben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, Ihnen hat das Ganze gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.